Hallo meine Freunde und herzlich willkommen auf einem Kanal der Fliesenleger. Leute, ich denke, ihr kennt mich bereits. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute ein cooles, spannendes, also ich finde spannend, für mich ist es sehr spannend, ich denke mal für mich ein bisschen mehr als für euch, aber vielleicht ist das auch cool, einfach dabei zuzugucken. Und zwar ein spannendes Video, weil, ihr seht es hier im Hintergrund, genau da stehen Pakete. Da stehen Pakete, die habe ich zugeschickt bekommen, vollgepackt mit tollen Sachen, mit Werkzeug. Die stehen bestimmt jetzt schon seit 3 Wochen hier in meinem Keller. Ich habe extra auf den Tag gewartet. Ich habe mir extra Zeit genommen und heute packen wir das Ganze zusammen aus. Ich habe gedacht, vielleicht mal so ein kleines Unboxing-Video. Kommt vielleicht ganz cool. Ich habe selbst noch nicht reingeguckt. Ich bin sehr gespannt. Ich stelle jetzt die Kamera auf Stativ und dann packen wir das Ganze zusammen aus. Ich habe hier schon alles aufgebaut. Auf geht's. Nach dem Intro geht's los. So Leute, was soll ich euch sagen? Die meisten, die mich verfolgen, egal ob auf YouTube oder auf Instagram, haben wahrscheinlich mitbekommen, dass ich in Polen war. Ne? Was habe ich in Polen gemacht? Ich war bei der Firma Solid Tools und habe mir denen ihr Werk quasi angeguckt. Ich wurde eingeladen von denen. Video dazu kommt Mitte März. Warum Mitte März? Weil die Mitte März mit ihrem Online-Shop in Deutschland auf den Markt gehen. Ne? Dann kommt das Video. Das hier sind Werkzeuge auch von Solid Tools. Und ich habe mir gedacht, das hier hat jetzt nichts, gell? Das ist, ich muss zwar Werbesendungen natürlich deklarieren, weil ich Werkzeug bekommen habe, umsonst. Ich meine, so offen kann man das ja kommunizieren. Aber ich werde dafür nicht bezahlt oder sonstiges. Im Prinzip ist im Social-Media-Bereich, wenn du was umsonst kriegst, musst du sowas ja trotzdem versteuern. Das heißt, sowas ist im Prinzip eine Bezahlung. Also muss man das als Werbesendung oder als Werbevideo deklarieren. Genau, ich will das einfach nur auspacken, um euch schon mal ein bisschen Vorfreude zu machen auf Mitte März. Weil das Video ist wirklich sehr gut geworden. Da kommen jetzt anscheinend noch ein paar Änderungen. Ich warte da jetzt auf Rückmeldung. Da muss ich das noch ein bisschen abändern. Ich meine, man ist ja immer im Austausch. Gell? Das wird ja im Prinzip im Auftrag für diese Firma gemacht. Ich kann euch nur schon mal so viel sagen. Ihr bekommt einen Rabattcode. Der ist bis Ende Mai gültig. Sind 15% auf alles. Preise sind top, das kann ich euch auch schon mal sagen. Die Preise sind jetzt schon unschlagbar, finde ich. Plus dann noch die 15%, lohnt sich auf jeden Fall zuzuschlagen. Ne? Video kommt Mitte März, seid auf jeden Fall gespannt. Und jetzt kriegt ihr einfach schon mal einen kleinen Einblick darauf, was euch da erwartet, was ihr alles bestellen könnt. Das ist noch lange nicht alles, ich habe einfach mal ein bisschen was zugesendet bekommen. Und jetzt packe ich das aus. Ich bin heiß. Ich sage euch ehrlich, ich bin heiß. Ihr wisst es. Jemand, der Kinder hat oder selbst mal Kind war, und das war, glaube ich, die Mehrzahl von uns, nämlich jeder, der weiß, wie es sich anfühlt, wenn man in den Spielzeugladen geht, als Kind oder mit Kindern. Dann, wenn ihr das wisst, dann wisst ihr, wie ich mich fühle, wenn ich Werkzeug kriege. Wenn ich im Baumarkt bin, wenn ich in einem Fachhandel bin oder wenn ich so wie jetzt Werkzeug auspacken kann. Für mich ist gerade Geburtstag und Weihnachten zusammen und das freut mich sehr, euch da mitzuholen. So. Lange genug geredet, wir fangen an und packen das erste Paket aus. Das sind 4 Pakete insgesamt. Uah. Verpackt, also als 4 Pakete verpackt, aber dann mit mehreren Paketen drin. Ne? Das heißt, zack, wir gehen mal hin, schneiden als erstes die Folie auf. So was hasse ich ja immer, diese Folie. Verpackte Sache. Sind schon 2 Pakete. Ich habe keine Ahnung, was drin ist, sage ich euch ehrlich, ich weiß es nicht. Wir gucken uns das einfach zusammen an. Aber sowas hier, das hasse ich schon, wenn das immer so zugeklebt ist mit Klebeband und Folie. Da vergeht mir. Ich hasse immer so Zeug auszupacken. So, Folie kam weg. Ich glaube, hier sieht man schon, was es ist. Ein Fliesenwaschset. Fliesenwaschset mit gratis Keilen drin. Da gucken wir uns einfach mal an. Und noch eine Zahnung mit dabei, so wie ich das sehe. Und Fußbrett. Alles zusammen. Schauen wir mal rein. Jawohl. Genau so ist es. Schwammbrett. Optimal. Ein Fugbrett. Gut, ich mag so Fugbretter. Ne? Das sind die Fugbretter, die mir wirklich sehr gut gefallen. Warum?
Ich komme mit den Moosgummibrettern nicht da. Die Moosgummibretter benutze ich hauptsächlich für Mosaik zu kleben. Tatsächlich für anzudrücken. Gefugt wird immer mit so ein bisschen härter. Nicht zu verwechseln mit einem Epoxy-Fugbrett, weil die sind nochmal härter. Ne? Zahnung noch mit dabei. Mit einem Plastikgriff. Optimal. Was haben wir noch? Ah, das ist so ein Starter-Set. Ist leider aufgegangen. Ja, Starter-Set mit Clips und Keilen. Ihr seht es, ne? So sieht das Ganze dann aus. Zack. Und dann haben wir noch eine Traufe. Was ist hier los? Oh, jetzt ist mein Akku von der GoPro ausgegangen. Das muss ich gerade wechseln. Ne, Freunde, der Akku ist nicht leer gegangen von der GoPro. Ich habe gar nicht auf Start gedrückt. Und dann schaltet die so automatisch aus. Okay, und wir haben noch eine Traufe dabei. Ne? So, das ist jetzt so ein... Ah ja, und natürlich die Fugbütte. Die müssen wir ja auch noch rauspacken. Ah, sind die ganzen Keilchen rausgefallen. Fugbütte. Ja, so ein Einlegeteil für den Schwamm auszudrücken. Und natürlich die klassischen Rollen, die dann hier drauf kommen. Wunderbar. Dabei ist ein Starter-Set. Das gibt es auch so zu kaufen. Gell? Genauso mit diesem Inhalt, so wie ich das jetzt am Karton sehe oder erkennen kann. Wunderbar. Das war jetzt eine Sache. Wir haben noch Sachen. Wir haben noch. So, wir machen das hier zurück. Da rein. Der kommt auf Seite. Flatsch. Machen wir den nächsten Karton auf. Ah ja. Da glaube ich, weiß ich schon, was das ist. So. Zeichne statt einmal. Und zwar kann ich euch einmal kurz darüber was erzählen. Das hier ist so eine selbstklebende Folie. Die Firma hat im Prinzip angefangen mit Folie. Plastiktüten, Mülltüten, so Sachen. Und haben sich dann halt irgendwann vergrößert, ausgeweitet. Gell? Wird doch immer noch produziert, produzieren die alles selbst. Und das hier ist im Prinzip so eine selbstklebende Folie für Fenster abzukleben oder sowas. Ne? Sehr cool. Zwei Rollen davon. Gucken wir, was noch drin ist. Aha. Handfeger. Zweimal. Optimal. Dann haben wir Klebeband. Panzertape. Normales Abklebeband. Wie nennt man das nochmal? Goldband, genau. Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Das sind ein paar Rollen. Das sind ein paar Rollen. Optimal. So, was haben wir hier? 6-mal Goldband. 3-mal Panzertape. Optimal. Was ist noch drin? Schwämme. Fliesenlegerschwämme. Schwämme sind gut. Könnten vielleicht ein Ticken größer sein. Wobei, ich finde das gar nicht so schlecht, weil die Standard-Fliesenlegerschwämme, die sind immer relativ groß. Vielleicht so kleineren ist gar nicht verkehrt, wobei ich halt die größeren gewöhnt bin. Von daher ist das jetzt vielleicht einfach ungewohnt. Aber es sind gute Schwämme, gell? Es sind diese typischen Fliesenlegerschwämme. Optimal. Davon 4 Stück. Ha, schön. Und 2 Schwammbretter. Oh, Leute, ey, so viel Zeug hier geschickt bekommen. Ey. Optimal. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem ganzen Zeug mache. So, da war jetzt Karton Nummer 2. Das Ganze packen wir nochmal zurück. Flup. Zack. Die Handfeger sind gut. Die sind tipptopp. Das sind gute Handfeger, auch mit einem längeren Stiel. Optimal. Gefällt mir. Doch. Rein damit. Pappe weg. Karton weg. So, ich würde sagen, das ist schwer. Ich würde sagen, wir holen mal hier das lange. Schauen wir mal. Hier weiß ich, glaube ich, was drin ist. Und das ist sehr geil. Ich weiß zwar nicht, ob ich das jemals brauchen werde, aber es ist sehr geil. Ich musste das einfach haben. Was ist das? Boah,
Oh, sehr geil. Das sind Rührkörbe für den Curl. Immer, braucht man immer. Einmal klein und einmal groß. Warum groß? Für Putz anzurühren. Schöne große Bütte, Lupp 222, wenn ihr Bäder verputzen müsst. Optimal. Wunderbar. Perfekte Größen. Das hier ist der All-Day-Teil, ne, für Kleber anzurühren. Und der hier ist halt für Putz anzurühren. Oder wenn ihr halt auch mal große Flächen legt und mehr Kleber anrühren wollt. Wunderbar, sehr cool. Freut mich sehr. Dann haben wir hier noch, das hier ist was Schönes, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Zack. Wir machen die Folie weg. Ist hier noch was drin? Fühlt sich so an. Was ist, was ist das denn? Ist der groß? Ah, ne, so groß ist der gar nicht. Der Karton war nicht groß. Ein Flächenspachtel. Bei uns nennt man das ganze Flieger. Mit Schutz. Wunderbar. Schönes Teil. Moment, ich mach den Schutz nochmal drauf. Sehr schönes Teil. Gefällt mir. Sehr gut. Ab auf die Seite damit. So viel Werkzeug habe ich in meinem Leben nicht verschaffen können. So. Jetzt, jawohl, das ist es. Das ist es, meine Freunde. Oh. Au. Jawohl. Karton weg. Kann es euch einmal zeigen. Von vorne. Schön in einem Hartplastikkoffer. Vier Griffe dran. Jetzt gucken wir uns das an. Geh auf. Oh, guckt euch das an. Guckt euch das an. Einmal auch wieder ein Flächenspachtel mit der dazugehörigen Teleskopstange. Kann man ausziehen. Ist im Prinzip für auf Entfernung. Ne, kann man hier feststellen, für Wände zu spachteln. Dann einmal so kleiner Flächenspachtel, Abzieher, wunderschönes Ding. Das Ganze dann nochmal eine Nummer größer. Moment, ich kriege jetzt gerade das Ding wieder drauf. Eine Nummer größer. Und das Ganze dann nochmal eine Nummer größer. Zum Spachteln hier noch eine Rolle. Im Prinzip, das hier ist so eine Rolle für Spachtelmasse aufzutragen. Spachtelmasse zum Aufrollen an der Wand und dann schön glatt machen. Und dann habt ihr dazu noch hier so einen Griff. Könnt ihr hier drauf montieren, die Stange dran. Könnt ihr quasi mit der Teleskopstange Decken spachteln, Wände spachteln, wie auch immer. Wunderbar verpackt hier in dem Koffer, muss man sagen. Sieht sehr hochwertig aus. Eine feine Sache, gefällt mir. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt irgendwann mal brauchen werde, weil ich Fliesenleger bin und kein Maler. Aber ich sage euch jetzt mal was, da könnt ihr euch merken. Haben ist besser als brauchen. Ne? Das kann man sich generell mal merken. Was man hat, das hat man. Puh! Sehr schön, sehr schön. Den stellen wir jetzt hier runter. Nächste Kiste. Oh. Ah, da sind Keitsche drin. Laschen ist Nivelliersystem-Zubehör, das höre ich schon. Das höre ich schon. Mein geschultes Ohr sagt mir das. Ja. Das ist aber schwer. So. Folie weg. So, wo starten wir? Wir starten mit dem Kleinen. Schön einmal mit dem Kleinen starten, aufschneiden, vorsichtig, man weiß nie, was drin ist. Ach, guckt euch das an.
Blätter zweimal. Dann haben wir hier 4 mm Zahnung zweimal. Optimal. Und 6 mm Zahnung auch zweimal. Zweimal Kletter noch dabei. Das war's schon. Zack. Nächstes. Aha, aha. Genau, habe ich ja gesagt, die haben Plastikfolie, Abdeckfolie, Mülltüten machen die. Viel Mülltüten, Säcke, verschiedene Stärke. Davon haben wir jetzt auch mal hier ein bisschen was. Und dann haben wir hier Keile. Es sind 100 Stück drin. Davon haben wir hier 2 Packungen. Die machen wir auch direkt wieder da rein. So, die Mülltüten auch da rein. Oder Müllsäcke. Dann kann man das genauso rüberstellen. Gucken wir uns noch das letzte an. Ich meine, das hört man, das ist kein Geheimnis, was das ist. Hier alles wegräumen. Das sind Clips. 1,5 mm. Schön ordentlich in einem Eimer. Ah, oh. Gute ist, wenn die leer sind, die Eimer kann man noch benutzen. Jetzt kriege ich die da raus. Aber ich gebe euch nur einen Tipp. Holt die Dinger aus den Füßen, weil ich bin schon auf so einen Eimer draufgetreten, war komplett kaputt, konnte man wegschmeißen danach. Ne? Aber auch für nachher die ganzen Keilchen reinzumachen und so, dann habt ihr die immer sauber weg, da fliegen die jetzt so durch die Gegend. Ne? 2x 1,5 mm sind 400 Stück drin, plus 40 noch gratis. Also 440 Stück Paketinhalt. Jo, wird auf jeden Fall alles verschärft, das wird alles verarbeitet. Letzte Paket, Freunde. Das ist schwer. Oh, das ist schwer. Das sind mehr als. Das sind ja ganz viele kleine. Cool. So, was haben wir denn hier? 1, 2. Oh, bitte. 3, 4, 5 Pakete in einem. Optimal. Das machen wir auch. So, wir fangen an mit dem kleinsten. Muss man erst. Ah, Hose. So. Jawohl. Sehr cool. Ich glaube, ihr wisst, was das ist. Eine Entlüftungswalze für Nivelliermasse. Optimal hier noch mit dem Griff dran. Genau, kann man hier die Schraube abdrehen. Hier abdrehen, kommt dann hier dran. Und dann könnt ihr hier vorne im Prinzip teleskopstark reinmachen. Sehr feine Sache, sehr cool. Kann man auch immer gebrauchen, um anständig zu entlüften. Ne? Damit ihr keine Pickets und keine Luftbläschen auf der Oberfläche von der Nivelliermasse hat. So, nächstes Paket. Baby, das ist mein lovely package. My lovely package. Okay. Das ist stabil. Messer. Stabiles Messer. Fühlt sich gut an in der Hand. Dann haben wir Klingen. Klingen, Messer, auch sehr schönes Messer, kann sich sehen lassen, definitiv. Nochmal Klingen, wir legen das einfach mal alles dahin. Was haben wir hier? Nochmal ein Messer, ja, ein bisschen schmaleres Messer, sehr cool. Ich glaube, die Klingen, die holen wir alle mal hier ein bisschen auf Seite, damit man eher die Messer sieht. Hier sind noch viele gute Sachen drin. Ey. Geil. Das ist geil. Doch. Schmale Messer. Schmal. Dünn.
breit, dick, dicke, dünne Klingen, sämtliche Sachen. Nochmal Klingen, schmales Messer. Nochmal schmale Klingen, die holen wir direkt mal weg. Das sind so kleine Klingen für hier so ein schmales Messer, ne, für dieses. Weg damit. Klingen. Sehr schönes Messer. Wunderschön. Oh, ist das schön. Noch ein Messer. Noch ein Messer. Und dann Maßband. Optimal. Einmal Maßband, 5 Meter. Dann haben wir hier noch ein kleineres Maßband, aber auch 5 Meter. Mit Magnet vorne dran. Ich habe gar keinen Platz mehr dafür. Nochmal. Maßbänder sind auch geil. Muss man schon sagen. Schöne Sache. Dann 10 Meter Maßband mit Magnet vorne dran. Auch sehr geil. Optimal. Nochmal ein kleines Taschenmaßband. Zack. Dann, was haben wir hier noch? Nochmal ein Maßband. Optimal. Nochmal ein schönes Messer. Und dann hier noch so ein Messer, so ein Teppich. Ah, runtergefallen. War so ein Teppichbodenmesser. Ich lege das gleich nochmal alles für die Kamera, um das genau zu sehen. Und dann halt hier noch einen Haufen Klingen. Klingen, Klingen, Klingen und Klingen. Das hört gar nicht mehr auf, ey. Guckt euch das an. Messer, Maßband, Klingen, Klingen, Maßband. Guckt euch das an, das ist schön. Wunderschön. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was haben wir hier noch drin? Oh! Zollstöcke. 5 Stück. Kann man immer gebrauchen. Optimal. Leute, ich räume das da gerade ein bisschen zusammen. Und dann machen wir noch die anderen auf. Oh, ist das geil, ey. So Leute, geht weiter. Da die Karton, der hat mich gerade umgehauen. Ey, sag ich euch ehrlich. Wie geil ist das bitte, ey? So viele Messer und Klingen. Ich stehe auf so ein Kram, ey. Ich kann nicht anders sagen. Gucken mal, was noch alles kommt. Wahnsinn. Traufe. Kellen. Nochmal Kellen. Spachteln. Groß, klein. Nochmal 2 Fugbretter. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit dem ganzen Zeug. Hier auch nochmal eine Spachtel. Mülltüten nochmal. Sehr geil. Einmal so ein Styropor-Rappo. Und einmal ein Gitter-Rappo. Ein gutes, auch mit richtigen Zähnen hier unten. Das sieht man hier an der Seite. Das sind die richtigen für Kalk-Zementputz runter zu rappen. Optimal. Optimal. Sowas ist natürlich geil, gell? Das sage ich euch ehrlich. Das macht natürlich sehr viel Spaß. Wenn man sowas zugeschickt bekommt, auch wenn man versteuern muss, sage ich euch ehrlich. Werkzeug kann man nie genug haben. Ist so. Handwerkszeug kann man nie genug haben. Das ist ein Traum. Das ist wie Weihnachten. Ja. Verrückte Sache. Verrückte Sache. Oh, hier ist ja noch mehr. Wir haben ja noch. Wir haben noch. Hier sind noch Zahnungen drin. Ich sehe das schon. Einmal große Spachteln. Spachtel tipptopp für Trockenbau. Rigips zuzuspachteln. Dann haben wir hier 12er Zahnung ist das. Genau, 12er Zahnung.
ein Kletter. Das hier ist cool, das sage ich euch ehrlich. Das hier ist ein Kletter, ihr seht das hier. Der ist extra länger hier. Das ist, um Putz anzuwerfen. Wenn ihr den von der Latte, beim Verputzen von der Latte runterstreicht, klatscht, habt ihr hier eine größere Fläche, wo der Putz drauf ist, könnt ihr ihn wieder so an die Wand zurückschmeißen. Feine Sache, habe ich gesehen, den wollte ich nämlich haben, um das Ganze mal auszuprobieren. Weil das sich eigentlich ganz interessant anhört. Dann mein absolutes Highlight, die haben einfach eine 2 mm Zahnung. 2 mm Zahnkelle, habe ich selbst noch nie gesehen. Ist sogar noch besser für Tiefspender zu kleben als 3 mm. Ein Traum, davon habe ich mir direkt mal 2 Stück schicken lassen. Weil ich die noch nie gesehen habe. Also 3 mm ist bei uns schon schwer zu kaufen oder schwer zu bekommen. Aber 2 mm habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Wenn dann nur so komisch als Kamm, so als wie von den Parkettlegern. Aber so habe ich noch nie gesehen. Dann haben wir noch 2 Zehnerzahnungen. Optimal, sieht alles, ich habe euch das ja schon gesagt, alles sehr hochwertig vom Griff. Ich meine, hier und da war jetzt, das hier war jetzt ein bisschen dreckig, aber das ist Lagerware, ne? Wenn das halt schon länger im Lager liegt, ist das vollkommen okay. Also ich sage euch ehrlich, ihr seht ja die Produkte. Ich meine, macht euch ein eigenes Bild, gell? Das habe ich in dem Video, was Mitte März kommt, auch oft gesagt. Oder ab und an mal gesagt, dass man sich dann selbst ein Bild machen muss. Aber ich sage euch ehrlich, mit diesen 15%, die ihr dann auch bekommt, bis Ende Mai wird das gültig sein. Nicht in diesem Video, in dem Video, was Mitte März kommt. Dann schlagt einfach mal zu, holt euch, guckt euch die Preise an und dann kauft einfach, probiert es aus. Ey. Ich glaube, ihr werdet das nicht bereuen, sage ich euch ehrlich. Sehr cool. Jetzt, letzte Paket. Das ist leicht. I don't know what it is. Okay, hier haben wir nur noch 2 Zahnungen. 2x 12 mm Zahnung. Hat wahrscheinlich nicht mehr in den anderen Karton gepasst. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ich räume jetzt mal gerade hier ein bisschen auf, mache mal die ganze Folie, Pappe weg und dann sage ich schon mal kurz was. So, Leute, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt hier dran war. 15 Minuten, 20 Minuten Werkzeug auspacken. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ob das so geil rüberkam für euch als Zuschauer. Ich habe das auch im Prinzip nur gemacht, weil ich habe das auf Instagram habe ich eine Story gemacht, als das geliefert wurde und habe gefragt, hättet ihr Bock da drauf? Die meisten haben geschrieben, auf jeden Fall, mach mal. Also habe ich das gemacht. Ihr seht es, was hier alles ankam. Egal, ob hier die ganzen Kletter, Zahnungen. Hier nochmal ganze Kiste voll Zahnungen, Kletter, Fuchbretter, Fuchbütte, Nivelliersysteme oder ob hier die Kiste voll mit Bandmaß, Messern, Klingen. Damit kannst du 10 Jahre arbeiten und hast immer noch Klingen. Das ist Wahnsinn. Hier Zollstöcke, alles, was das Herz begehrt. Das war einfach nur ein kleiner Vorgeschmack für das, was im März, jetzt Mitte März kommt. Deswegen ist das jetzt auch einfach so ein Video, weil ich mal zwischendurch hochgeladen habe. Das eigentliche Video mit dem Rabattcode kommt, wie gesagt, Mitte März. Schaut einfach mal vorbei. Ihr habt gesehen, was die alles für Produkte haben. Was wirklich, wie der Name sagt, solide aussieht. Sehr solide, sehr feine Sachen. Preis-Leistung stimmt, top. Also absolut passt hat. Guckt es euch einfach an, wenn der Shop auf den online geht. Und bis dahin würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr schreibt einfach mal gerne unten in die Kommentare, was ihr davon gehalten habt, was ihr von dem Werkzeug allgemein, wie der Eindruck für euch ist von dem Werkzeug. Wirkt das billig auf euch? Wirkt das hochwertig? Und lauter so Sachen, gell? Macht einfach mal ein bisschen die Kommentarbox voll. Würde mich mal interessieren, wie das alles so auf andere rüberkommt. Und sagt natürlich, ob das Video euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Fliesenleger. Ciao.